Grüß euch, liebe Wintersportfans. Ja, heute bin ich bei der schnellsten österreichischen Abfahrerin aktuell, Steffi Venier. Steffi, danke für deine Zeit. Sehr gerne. Bei dir daheim ist das erste Mal, dass wir wieder heim einladen. Echt? Ja. Bist immer herzlich willkommen. Ja. Ja, danke. Coole Wohnung hast du. Ja. Also, nein, ich glaube, ich habe es mir nicht eingerichtet. Ja, cool. Ja, Steffi, fangen wir gleich an mit dem Skifahren, oder? Mhm. Oder möchtest du mit was anderem anfangen? Nein, Skifahren ist immer gut. Ja, zweite bist du gerade im Opfer-Zweltcup, ist ja sensationell bis jetzt, oder? Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Dass mir das so gut gelingt in der Saison, dass ich so gut Skifahren kann zur Zeit, ja, finde ich mega cool. An was liegt das? Gute Frage. Ich hinterfrage es gar nicht lange und tue einfach so weiter, weil so hat es zur Zeit funktioniert und das ist, passt. Ist das also für dich, wenn es nicht zu viel nachdenken beim Skifahren, weil sie macht ja schnell nicht mit Nachdenken? Ja, ich glaube, ich habe die letzten Jahre so viel erlebt, schlechte Erfahrungen und manchmal wieder gute Erfahrungen gemacht. Deswegen, ich habe damals ewig lang hinterfragt, warum es nicht gelaufen ist. Ich habe es leider nicht ganz rausgefunden, weil ich war einfach in so einer Negativspirale rein. Und jetzt, wo es läuft, hinterfrage ich auch nicht lang, warum es läuft. Und wie gesagt, ich tue einfach so weiter und es macht so einfach enorm viel Spaß. Redest du von der Zeit jetzt von 2017 bis, also von der WM-Medaille von da weg dann, oder? Ja, die letzten zwei Jahre eigentlich waren brutal schwer für mich. Da war der Materialwechsel dazwischen, oder? Ja, der Materialwechsel, aber es hat davor schon immer so richtig gut funktioniert, dass ich gesagt habe, ja, mit dem bin ich zufrieden. Ja, ich habe echt alles darum, ich kann es dir nicht sagen, wenn ich es gewusst hätte, dann hat es vielleicht geändert. Aber ich war da einfach in so einer Negativspirale drin, es hat nichts mehr funktioniert, ich habe alles probiert, ich habe Sachen geändert. Und irgendwie bin ich mir in was verlaufen, wo ich nicht mehr rausgekommen bin. Also hast du dich nicht mehr so gespürt beim Skifahren? Oder? Nein, und es hat da keinen Spaß mehr gemacht. Ja gut, also, wenn man hinten, hinten nachfährt, ja, wenn man halt nicht erfolgreich ist, macht es auch nicht so viel Spaß, ist logisch. Nein, jeder, der was sagt, dass Skifahren lässig ist, wenn er hinten nachfährt, dem glaube ich kein einziges Wort. Also, ja, stimmt. Nein, es funktioniert dann einfach nicht mehr. Und ja, deswegen stelle ich mir gar nicht lange die Frage jetzt. Ja, hast du das irgendwie dann, wie hast du es dann geschafft wieder heuer, dass du dann so wieder in die Spur gekommen bist? Hat ja gleich gut angefangen eigentlich. Mm. Ist das dann einfach drauf losgefahren und gut gegangen und Gott sei Dank gut gegangen und dann Selbstvertrauen aufgebaut? Oder hast du was geändert im Sommer zum Beispiel? Im Sommer, ich bin bei den Trainingsfahrten schon dabei gewesen heuer, so wie in Chile und in der Vorbereitung. Das habe ich eigentlich nie geschafft, weil da bin ich immer irgendwo mal dumm gefahren. Okay. Vom Training, also ich war oft 2-3 Sekunden hinten. Mhm. Und da bin ich schon die ein oder andere Bestzeit gefahren. Und ich glaube, das hat mir auch schon Selbstvertrauen gegeben. Und ich habe gewusst, dass ich es drauf habe. Und natürlich St. Moritz mit den ersten Rennen, das war dann auch gut, dass es so angefangen hat. Und ich sage, du brauchst immer ein bisschen Glück dabei. Es läuft nicht immer alles, so wie man sich das vorstellt. Und vielleicht hat man manchmal ein bisschen mehr Rückenwind, manchmal ein bisschen mehr Gegenwind. War das in St. Moritz? Nein, aber... Ja, sicher, im Speed ist das ja natürlich wichtig. Ja? Ja, Speed-Bereich. Oder so wie es in Cortina jetzt war. Mhm. Man sicher brauchst gerade zu der Minute ein gutes Wetter, aber auch dein Selbstvertrauen muss passen. Ja, sicher, wenn es schön ist und du fährst dann einen Scheiß, bringst du auch nichts. Nein, eben. Das muss man schon nutzen. Auch. Deswegen, ja, ein bisschen Glück braucht man schon auch dazu. Ja, hast du dann auch technisch heuer im Sommer was verändert oder bist oder das Material besser angestimmt? Irgendwas muss ja sein. Du wirst ja nicht jetzt da sitzen und sagen, ich weiß nicht, warum es heuer so gut geht. Warum? Wenn ich es wissen darf, warum, dann hat das, wie gesagt, schon vor zwei Jahren geändert oder letztes Jahr geändert. Ich glaube, dass einfach mein Kopf wieder so weit ist, dass er umgreifen kann. Und das ist extrem viel wert. Ich habe gut trainiert im Sommer, bin viel Radl gefahren. Ist das sonst auch alles heuer, wenn du spielst? Nein, habe ich es in Schade. Und ich meine, ich bin schon fast 3.500 Kilometer gefahren mit dem Radl. Das habe ich sonst nie geschafft, aber ich glaube nicht, dass es Radlfahren war. Ja, glaube ich auch nicht. Und nein, wir haben gut im Olympiazentrum trainiert. Also ja, nichts verändert, so großartig, nein, dass du sagst, das ist überhaupt nicht, nein, gar nicht. Ich glaube halt einfach, dass mein Kopf wieder so weit ist. Und ja, aber auch technisch finde ich, sieht man ja doch, dass du heuer wieder mehr über den Außenski reinkommst. Das hast du die letzten Jahre nicht geschafft und heuer geht es auf einmal. Hast du irgendwas, hat's speziell mit den Trainern, hat es ja da, gibt es einen neuen Cheftrainer, hat einen neuen Input gegeben dir, der was dir dann hilft? Oder? Gar nicht, ich glaube, dass einfach der Kopf wieder so weit ist. Es war echt, das Hauptproblem war der Kopf. Da bin ich oft am Stauraum gestanden. Die letzten Jahre haben wir gedacht, wenn jetzt zu mir wer sagt, Steffi, du musst da halt nicht fahren, dann hat die echt wieder weit zurück ausgegangen und war heimgefahren. Okay. Weil ich es mir einfach nicht zutraut habe. Und jetzt freue ich mich richtig zum Rennen fahren. Hm. Ja, und wenn es jetzt vor der Saison, was war da das Ziel?
Wenn ich jetzt sage, jetzt bist du wieder Stockerplatz. Wieder Stockerplatz fahren, ja. Okay. Das war mein Ziel. Und konstant unter die 5 fahren eigentlich wieder. Okay, und jetzt sitzen wir da und es sind schon noch ein paar Rennen, aber du bist doch voll vorne dabei im Abfahrtsweltcup. Ja. Macht dich das auch nervös oder denkst du, war einfach geil und jetzt bock ich die Chance? Es ist voll lässig, es macht mich nervös, jetzt in dem Sinn nicht. Ich finde es lässig, dass ich in der Ausgangsposition oder in der Situation jetzt bin. Wir haben jetzt schon genug Leute umgeredet drauf, aber ich sage, mein Ziel vor der Saison war wieder Stockerplatz, jetzt sitze ich da mit einem Sieg und Dramen kommen davon. Und ja, der Rest, was jetzt noch kommt, ist für mich persönlich draufgehoben. Aber man sieht es auch in Cortina, finde ich, im Super-G bist du runtergefahren und im Ziel war es komplett überrascht, dass du da dann Zweite bist, weil du das nie erwartet hättest. Aber das ist dann auch genau das, oder? Man weiß gar nicht, was man tut, aber es geht dann einfach. Voll, für mich persönlich, mir ist vorgekommen, in Cortina im Super-G habe das verbremst. Mhm. Und deswegen, ich glaube, ich habe halt genau an die richtigen Stellen rausgenommen und habe halt da dann den Speed mitgenommen, was ich gebraucht habe. Und es ist wirklich so ein schöner Moment, wenn du im Ziel anschwingst. Es war ja so, ich bin ins Ziel reingefahren und ich habe Startnummer 11 gehabt. Das muss ich jetzt kurz erzählen. Ja. Und dann schaue ich auf die Tafel und der hat so ein bisschen geflimmert. Dann sehe ich einen 12er. Dann denke ich, hä? Ach so, wie geht das war die Überraschung. Ja, wie geht denn das? 12, ich habe Startnummer 11 gehabt. Was ist denn da jetzt los? Dann schaue ich nochmal hin und sehe, dass ein 2er da steht. Und dann habe ich mich zuerst überhaupt nicht mehr ausgekannt, weil für mich persönlich war die Fahrt eigentlich, ja, ich habe mir gedacht, ich habe verbremst. Und ja, das ist so ein cooles Gefühl gewesen, wie du dann in Zwarer gelesen hast. Und dann ja, mit dem Cortina-Wochenende, das war sowieso ein Wahnsinn. Ja, cool. Ist gut gelaufen. Die Olympiade ist auch, Olympische Spiele sind auch an 26 dort. Mhm. Also der Boden müsste gut passen für die dort. Schaut so aus. Weil es ja schwere Opfer gewesen, viele Verletzte. Also nicht nur Verletzte, aber es ist ja schwere Opfer, oder? Das ist so Kitzbühler Damen, sagen sie immer. Ja, schwer. Es seien einfach Passagen rein gewesen, die du nicht zu 100% fahren hast können. Zum Beispiel bei dem Delta, wo so viele geflogen sind, da habe ich für mich persönlich beschlossen, ich nehme einfach ein bisschen an Speed aus, indem ich mich groß mache, weil einfach die paar km/h langsamer und fahre da ein bisschen feiner rein und kann mehr Speed mitnehmen. Das war halt generell, aber auch so hat das generell gesagt, oder? War das der Plan für euch? Ja, oder? Ja schon. Ich meine, es ist eh jeder individuell, die anderen mögen es lieber, wenn sie ein bisschen einbremsen. Und für mich war das einfach die bessere Variante, indem ich mich groß mache. Und schwer, es war von der Piste her, es hat alles gepasst, es war das Wetter lässig. Es war echt ein bisschen komisch, das Rennen. Was sagen jetzt so deine Teamkolleginnen auch? Jetzt bist du ja da, sagen wir mal, Conny Hütter, Buchner, du, und jetzt bist du auf einmal da die Leaderin in der Abfahrt. War das dann, wie ist das da bei euch so? Versteht ihr euch immer noch so gut? Oder? Ja, also Leaderin gibt es bei uns in dem Sinn nicht. Also wir verstehen uns gut, wir wechseln in seinem Training, einmal ist die schneller, einmal die. Und wir verstehen es nach wie vor gut. Und ich glaube, das Gruppenklima bei uns ist das Angenehme, dass wir einfach danach sagen können, ja, jetzt gehen wir mal auf einen Kaffee, obwohl jetzt der oder der schneller war. Und das ist echt so, nicht nur gespielt. Nein, es ist wirklich so. Es ist nicht gespielt. Weißt du, gibt es eine Freundin auch, was du hast? Ja, die Miri. Also mit der Miri bin ich im Zimmer und jetzt, es hat einmal kurzzeitig nicht mehr so gepasst vor ein paar Jahren. Warum? Ich weiß nicht, da haben wir uns einfach ein bisschen auseinandergelebt. Also wie in einer Beziehung? Ja, wie in einer Beziehung. Und jetzt passt es wieder wirklich richtig gut und wir ratschen auch viel im Zimmer und gerne, wie gesagt, gerne miteinander auf einen Kaffee und reden auch über Privates, was glaube ich auch extrem wichtig ist und wir ergänzen uns gut. Und wie ist jetzt das so, wird jeder fragen wegen deinem Freund, bla bla, Liebe und so weiter, läuft ja gut, sieht man, du streust auf der Piste, hüpft es da, aber wie ist das dann auch so teamintern gewesen, natürlich nicht so einfach die Situation nachher, wie das dann aufgekommen ist oder in die Medien gekommen ist. Wie war das da für dich und für die Conny nachher? War das ein bisschen ein Problem für euch am Anfang? Oder? Die Conny war eigentlich die Erste, die das erfahren hat. Also mit der habe ich gleich einmal geredet, habe ich gesagt, weil ich war sie jetzt nicht schuldig, aber mir persönlich war es wichtig, dass sie es weiß. Und es war eigentlich, das war in den Medien, ist viel mehr drum, darum gemacht worden, was es dann in Wirklichkeit eigentlich auch war. Ich meine, wo sollen wir Sportler uns kennenlernen? Wir gehen nicht aus oder wir sind wenig am Weg, sind wo sollst du kennenlernen als beim Sport? Deswegen finde ich das gar nicht so abwegig und nein, es passt jetzt gut, es hat keiner was dagegen und wenn wer was dagegen hatte, dann... Aber halt, wie war das am Anfang, wie du das gesagt hast? War das dann schon mal blöd zwischen euch oder nein, ist jetzt aus gewesen bei ihr, aber ich sage immer, oder komisch? Komisch, in dem Sinn eigentlich nicht.
es war halt dann so, sie haben sich damals, es ist ja schon länger her, dass sie sich getrennt gehabt haben. Aber es ist ein Thema natürlich, was spannend ist. Ja, sicher. Man sieht es in den Medien, dass es immer noch ein Thema ist. Wir haben halt damals dann einfach gesagt, im Jänner, weil das war ja dann schon länger, weil im Oktober hat es angefangen zwischen mir und zwischen Christian. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt sagen wir selber was oder posten wir was, bevor es die Medien, bevor es, es war eben vor dem Tauchensee-Wochenende. Haben wir gedacht, ja, ich habe mir gedacht, eigentlich spannend, vor dem Heimwochenende postest du sowas. Ich habe mir gedacht, boah, du legst es dir so an, ob das auf. Nein, ich habe mir gedacht, ich mache das jetzt, weil wenn es dann, weil er ist zuschauen gewesen, wenn sie es dann sehen, am Freitag oder so, dann sind wir genau mittelt in die Rennen rein und das will ich dann erst recht nicht. Deswegen, ja, ich kann mit Druck, so einen Druck, es war eigentlich kein Druck, ich kann mit dem gut umgehen, weil viele Sachen sind bei mir gehen. Hat man gesehen. Links rein, rechts raus. Aber sie hat jetzt in einem Interview das erste Mal, glaube ich, selber drüber geredet, die Conny, was eigentlich auch dann nochmal cooler ist für euch, schätze ich mal jetzt, oder? Ja, wie gesagt, für uns zwei muss es passen. Ja, ist ja klar. Und es war nie ein Problem. Für die Medien, glaube ich, war es mehr ein Problem wie für ihn selber. Ja, Problem. Thema halt. Thema, ja. Aber nein, wir verstehen es nach wie vor. Und es passt. Hilft er da beim Skifahren? Hättest du also mit Tipps und so, ist er selber? Schon. Ja. Ja, also wenn ich irgendwas frage, dann hat er sofort eine Antwort parat. Und was, um was es jetzt geht. Und das Feine ist ja, wenn wir über Skifahren reden, dann reden wir über Skifahren, aber sobald wir daheim sind, können wir wirklich einmal anschalten und einmal nicht über Skifahren reden. Ja, ist auch wichtig. Ja. Aber er könnte schon so ein Geheimnis sein, der, was dir dann einen Tipp gibt, was vielleicht von außen jetzt ein Trainer, der was jeden Tag sieht, nicht sieht. Weißt du, was ich meine? Ja. Kann sein. Kann sein. Aber du weißt es ja nicht. Schau mal, dein Rezept kennst du nicht. Nein, wie gesagt, in Cortina habe ich, da wo so viele geflogen sind, das weiß ich noch ganz genau, da ist die Schiffring geflogen, da bin ich mit dem Lift drüber gefahren und habe ich ihm angerufen, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich habe es nicht gesehen, also ich habe jetzt nicht direkt geschaut und gesagt, was ist da jetzt los gewesen? Sogar, du zieh das durch, was wir besprochen haben, oder mach dich einfach ein bisschen größer, unten nimm ein bisschen Geschwindigkeit aus und du kannst das. Und das war mir einfach so viel wert, wie er gesagt hat, Steffi, du kannst das, vertrau in dich selber, was du machst. Dann war für mich klar, passt, das kann ich, das habe ich drauf. Und ich vertraue ihm einfach in dem extrem viel und das ist, glaube ich, bei mir brutal viel wert. Und ich muss auch die Stürze sehen, er hat mir jeden Sturz genau erklären müssen, was passiert ist. Ich meine, die Garantie hast du sowieso nie. Dass dir sowas nicht passiert. Aber so habe ich gewusst, was das Problem war. Habe vielleicht das besser machen können. Und somit, er hilft mir schon, indem er mir einfach gut zuredet und mir das selbst. Also auch hört sich noch Mentaltraining an. Ja, nein. Hast du einen Mentaltrainer? Ja, habe ich. Seit wann? Mal eh schon immer. Also die hat mich schon seit, die war mal beim DSV dabei. Da war ich 13 Jahre alt und die habe ich immer noch. Ja? Also immer schon. Und die kennt mich von klein auf und sie hat immer schon gesagt, Steffi, dir muss man eigentlich gar nicht viel erklären, was du tun musst, sondern man muss einfach mir nur gut zureden, dass ich es kann und dass ich es drauf habe. Schau, das haben wir ja schon als Rezept. Ja, es ist wirklich so, aber du glaubst halt, ich muss daran glauben. Wenn ich jetzt um den 30 Stunden dumm fahre und jemand sagt zu mir, Steffi, du kannst das, du bist nicht so schlecht, dann denke ich mir, red komplett hin. Wie oft tust du mit der? Mal immer, wenn ich es brauche. Manchmal schreiben wir, manchmal telefonieren wir. Cool, haben nicht so viele mehr. Nein, wenn es läuft, dann tue ich eher weniger. Ja, ich brauche es auch nicht. Das ist meistens so. Gibt es sonst einen Vertrauenstrainer eigentlich, was du bei euch in der Gruppe hast? Oder habst du da jedes normal taugt da einer mehr? Oder ja, der Peter Ben. Der war ja. Der ist ja selber Ski gefahren, so wenig, gell? Und der war dann kurze Zeit nicht mehr bei uns und jetzt ist er wieder da. Und mit dem tue ich Videos schauen. Und das ist halt auch so ein bisschen so wie ein Papa. Wir tun schon Videos schauen. Schauen außer, wo es gut ist und wo es nicht. Aber er kann halt auch brutal gut zureden. Zum Beispiel in Cortina hat mir mein Knie ein bisschen weit und vom Samstag, weil da hat es mir ein bisschen reingedruckt. Und ich habe gesagt, wow, heute am Sonntag beim Besichtigen taugt mir nicht. Sondern sagt er, Steffi, du brauchst die Kraft nur für 1 Minute 20 heute. Für länger brauche ich sie nicht. Und der redet halt dann auch gut. Und denke ich mir, ja, eigentlich hat er recht, wie viel sein in 1 Minute 20. Und den Rest, da werde ich mich schon wieder da holen. Und der ist halt auch, also er hat ein brutal riesiges Wissen. Er kennt sich gut aus. Und was hast du jetzt da in der Zeit zwischen Cortina und jetzt Kim Komontana? Warst du Skifahren einmal oder hast du nur deine Knie geschaut, dass das wieder wird? Oder? Ja, mein Knie habe ich schon gepflegt auch. Und in Söldentrain haben wir super Ski trainiert und da am Glungetzer bei mir daheim haben wir riesen trainiert. Und wir waren schon ein bisschen auf Schnee, aber jetzt nicht so brutal viel, weil wir schauen, dass wir einfach die nächsten Wochen, weil es sind echt jetzt 3 durchgehende Wochen, was wir haben, dass wir die einfach gut rumkriegen und
ja, beim Kopf einfach bereit sein. Ja, das ist, glaube ich, fast das Wichtigste dann am Ende des Tages. Mm. Ja, rotes Trikot dann auch in Grand-Montana, weil die Sophie hat sich leider auch wieder. Schon eine coole Geschichte. Also, die hoffentlich heißt das bis Solbach dann. Ja, das rote Trikot, das kriegt ja dann keiner. Ah, nicht? Nein. Ah, okay. Ui, ich habe gemeint, das darfst du dann anziehen. Nein, das kriegt dann keiner. Dafür hast du halt einen roten Pullover. Ja, sagen. Genau. Ja. Nein, das kriegt dann keiner. Aber wie gesagt, ich mache mir da jetzt keinen Druck. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Rennen. Vor allem ist es schön ist wieder, dass ich mich wirklich aufs Rennen voll wieder freue. Ja, wenn es läuft. Ja, das ist cool natürlich. Das habe ich lange Zeit wirklich nicht gehabt. Oder damals war mir eigentlich egal, wie jetzt Garmisch auch gesagt war. Vor 2 Jahren war mir das wahrscheinlich wurscht gewesen. Jetzt haben wir mir gedacht, ja, man, ich würde wirklich gerne Rennen fahren. Ja, weil du es performen willst einfach und weißt, spürst es. Und weil ich einfach so gerne Skifahren wieder. Mhm. Wer hat dich zum Skifahren gebracht? Als Kind? Der Papa eigentlich oder die Mama. Wir sind in einem Skigebiet aufgewachsen. Also wir sind 50 Meter neben einer Talstation. Wo ist das dann? In Oberbaufers. Ah. Und wir waren früher schon immer fanatisch, jetzt eigentlich nicht, gar nicht so mit Rennen fahren, aber mir hat das Skifahren so viel Spaß gemacht. Und der Papa war im Radrad gefahren viel und hat mit dem Skigebiet selber viel zu tun gehabt. Und dann sind wir immer mit 4, 5 sind wir schon allein Skifahren gewesen. Und dann sind wir heim, oh, dann hast du nicht einmal aus die Ski rausgekommen. Zur Mama gesagt, Mama, essen. Und dann ist sie auch so eine und haben wir was gegessen und dann ist es wieder weitergegangen. Und da hat es halt noch kein Handy und nichts gegeben. Und der Lifter hat dann gesagt, du Steffi, die letzte Fahrt jetzt ja, mit den Freundinnen, fahrt heim jetzt. Und so war das halt. Und irgendwie habe ich halt die Liebe dann zum Rennfahren entdeckt. Das war dann auch. Hast du gleich angefangen dann zum Rennenfahren oder schon ein bisschen dauert? Nein, es war dann auch 2008, wo ich bin in eine normale Hauptschule gegangen. Also nicht Skihauptschule? Okay. Nein, normale Hauptschule. Und da war schon immer, hat uns die Mama nach dem Schulgehen hat sie uns geholt, hat es halt gegeben, Bosner Schnitzelburger, sind wir trainieren gefahren. Mhm. Eben meistens auf Kirta rein, haben da trainiert, sind dann wieder heim, Hausübung gemacht und das war der ganze Winter. Und dann hat der Papa gesagt und die Mama, du Steffi, wie halt die Hauptschule dann die 4. war, fertig, haben sie gesagt, ja, entweder du gehst zur normale Schule. Oder Skifahren oder wie? Ja, oder wie? Lass es Skifahren, ja. Oder sie tat mir es ermöglichen, dass sie Stammes gehen tat. Mhm. Weil das war ja damals auch nicht so, das hat ja auch viel Geld gekostet. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn es mir das ermöglichen tat, dann tat ich es gerne Stammes probieren. Und dann habe ich halt Stammes, die erste Zeit war schwierig mit Heimweh und so, da wollte ich ja gar nicht gehen. Und dann, ja, am Sonntag habe ich vor allem immer Bauchweh gekriegt, ganz komisch. Ja. Und ja, dann habe ich halt die 4 Jahre Ohr gebogen, bin Schule gegangen. Und ja, mein Stern damals, da ich sagen, ist aufgegangen, weil ich bin, habe glaube ich auch FIS-Rennen gewonnen, kein Europacup-Rennen, kein Landescup. Ah nee, das wollte ich gerade fragen, hast du da gewonnen, alles gewonnen, nichts gewonnen? Nein, gar nichts gewonnen. Also da war ich oft hinter der Ricky, war ich 7-8 Sekunden im Slalom. Echt? Also das, ja, deswegen war das voll nett von Mama und Papa, dass ich gesagt habe, sie ermöglichen mir Stamms. Ja, schon. Aber ich habe Skifahren, ich habe das einfach so gern tun. Und dann sind wir Junioren-WM gefahren, auf Quebec in Kanada. Mhm. Bis dahin habe ich auch nichts gewonnen gehabt, gar nichts. Und dann habe ich Gold und Silber geholt. Und völlig überraschend für euch, für diese. Komplett. Und dann hast du dran geklappt. Und dann ist das ganze Rad ins Laufen gekommen. Und das war die Geschichte dazu. Ja, ja, weil die Schwester hat sogar Landescup-Rennen gewonnen. Ja. 2 Landescup. Ja, die ist auch mal natürlich ist auch Ski gefahren und so, ja. Und der Papa sagt heute noch, die hat vieles größere können wie ich, aber sie hat oft nicht den Kopf dazu gehabt. Ja, den hast du scheinbar. Aber ist ein wichtiger Mensch für dich, deine Schwester, oder? Sieht man oft bei der Instagram total und wichtig, so, ist viel beieinander. Ich kann mich glücklich schätzen, dass die Schwester nicht nur die Schwester ist, sondern eigentlich meine beste Freundin. Und wir telefonieren jeden Tag über Belangloses. Und sie war jetzt auch in Cortina, sie war noch nie beim Stockholplatz dabei. Okay, in Sachen sie auch nicht? Nein, noch nie. Und bis dahin habe ich 7 gehabt, 8. Also habt ihr ja doch bleibt daheim, oder? Ja. Sonst fahre ich auf Stockholm, oder wie? Ja, so in der Art. Ja. Und dann hat sie gesagt, fahr mit, wir werden schon irgendwann schaffen. Und dann war ich in Cortina mit und dann habe ich gewonnen. Geil. Habst du gefeiert? Und dann hast du nicht hin, dann war ich gleich wieder rennen. Nein, danach waren wir gleich Pizza essen. Da haben wir es dann genossen. Und wo ist die Katze eigentlich? Ja, die ist daheim bei Mama und Papa. Was? Ah, die ist gar nicht bei dir da? Nein, die ist nicht bei mir in der Wohnung. Ist das nicht dein Katz? Wohl, ist mein Katz, aber ich bin dann vor 4 Jahren ausgezogen und die ist ja schon 9, da finde ich. Aha. Und dann habe ich gedacht, nein, den
Weil die sieht man auch. Reiße jetzt auch nicht aus dem gewohnten Umfeld aus. Ja, das ist auch so ein wichtiges Tier in meinem Leben. Ja, merkt man. Mhm. Nein, und der redet nicht viel zurück. Ja, ist einfach, gell? Ja. Finale ist in Solbach heuer. Und dann die WM natürlich. Große Vorfreude schon auf Heim-WM dann? Ja, schon. Extrem. Freue mich schon. Vor allem Heim-WM. Kennst du ihn haben? Oder ob sie selber noch nicht trainiert hat? Wohl haben wir schon trainiert, ja. Und ich kenne die leider vor Ort. Wen kennst du? Ja, zum Beispiel die Yvonne vom Gollinger Hof, also vom Gollinger. Okay, wow. Vom Hotel und so. Ach so, so da habe ich bisschen, ja, das sind einfach die Leute. Jetzt, letztes Jahr waren wir White Pearl, ich und die Bianca waren auch ein bisschen Party machen, dann haben wir auch die Leute kennengelernt. Und ja, extrem lässig und cool in dem Ort. Bist du 2013 auch schon gefahren? Nein. Dann warst du noch zu jung. Nicht zu jung, aber noch nicht, nicht so schlecht. Gut. Ja. Ja, macht das irgendwas mit dir, so auch jetzt im Hinblick aufs Finale dann? Findest, weißt du, Druck spürst du keinen scheinbar, aber weißt du? Schon, aber ich glaube, ich habe für mich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Für mich ist oft so, wenn es Skifahren da ist, wenn das Rennen da ist, kann ich mich voll und ganz auf das konzentrieren. Aber bei mir ist es oft gescheiter, wenn ich davor nicht so viel mich aufs Rennen fahren konzentriere, weil ich bin kein Mensch, der es 3 Stunden lang die Konzentration aufrechterhalten kann. Okay. Also für mich ist es gescheiter, ich tue davor ratsch mit dem und dem und dem und tue das. Also beim Besichtigen weiß ich schon ganz genau, wie das zum Fahren ist, was ich zum Tun habe, was mir erwarten könnte. Das weiß ich ganz genau. Und dann gehe ich kurz nach dem Besichtigen in mir selber oder in mir selber und schaue, dass ich das einfach im Griff habe. Aber danach ist für mich das Skifahren einmal weit weg. Ja. Weil ich dann einfach. Dann ratsch ich, dann gehe ich einfahren. Aber wenn es schlecht läuft, schaffst du es dann trotzdem, dass du dann nicht grübelst und die noch nicht die letzten Jahre, wie du gesagt hast. Also das ist ja dann oft schwerer, oder nicht? Ich bin oft dann auf das umgeredet, wenn Steffi nimmt das Ganze ein bisschen mehr ernst. Okay. Und dann habe ich probiert, das noch mehr ernst zu nehmen, aber ich bin einfach nicht der Typ dafür. Also für mich ist es. Du hast rausfinden müssen vielleicht. Genau, ja. Und es hat da oft geheißen, wo es nicht gelaufen oder wo es gelaufen ist, Steffi. Konzentriere dich ein bisschen auf dich selber oder schau, dass du das ein bisschen mehr ernst nimmst. Vielleicht kannst du noch besser werden. Dann habe ich das vielleicht probiert und bin mir da irgendwas verlaufen. Und ich habe dann jetzt wieder gesehen, das ist nicht der richtige Weg für mich. Also ich muss wirklich in Cortina, beim Training war die Schwester da. Und wir haben auch noch, sagen wir, während dem Besichtigen und während oder zwischen Besichtigung und Trainingstart sind wir einfahren gegangen, sind wir Kaffee trinken gegangen. Sie mit dir? Ja, haben wir Larifari gemacht und warst einfach ins Licht, ein bisschen angelenkt. Und das ist für mich, ja, ist mir wichtig, oder das habe ich jetzt gesehen in der Vergangenheit, dass für mich das so der richtige Weg ist. Und wenn es dann zum Rennen fahren ist, 10 Minuten davor, dann weiß ich ganz genau, was ich zum Tun habe. Es wirkt halt oft nicht eine Stunde davor so. Ja, ist die Zeit, also die Erfahrung danach macht es dann aus, dann weiß man genau, was man braucht, oder? Ja. Und das habe ich auch lernen müssen, dass das nicht das Wichtigste ist. Was machst du sonst so, wenn es da jetzt, wenn es zart geht, irgendwas, jetzt muss nicht im Sport sein, sondern sonst da, wo holst du Energie? Was taugt dir sonst so? Von daheim. Also die Eltern daheim? Ja. Also mir ist am liebsten, wenn wir alle zusammen sind. Die Eltern, der Christian, die Bianca, ihr Freund, der Bruder, die Kotz. Hast du den Bruder auch noch? Ja, habe ich auch noch. Das ist mir einfach so viel wert, wenn wir einfach an einem Sonntag daheim sitzen, beim Schnitzel mit Pommes und einfach über Gott und die Welt ratschen können und nicht über Skifahren. Und da hole ich mir einfach meine Kraft. Ja, weil es eine Ladiste, du kannst ja. Nein. Ich glaube, die einzige Sportlerin, oder ja, weiß ich nicht, oder Sportler, die was kann, was ist mit Gemüse? Man isst kein Gemüse, kein Salat, kein Obst, kein Fisch, nur einen heimischen Fisch, da bin ich auch eher Hagel. Aber dafür kannte ich mich vom Pizza, Fleisch und Nudeln ernähren. Das ist witzig, aber trotzdem, also energiemäßig fällt da nichts. Nein, ich nehme keine Vitaminpräparate oder sonst was zu mir. Also, wie gesagt, mein Lieblingsessen ist eigentlich Pizza oder daheim bei der Mama Schnitzel mit Pommes. Geil. Und da hole ich mir halt die Energie dann. Ja, ja, wenn man es weiß. Ja, das ist sehr gut. Wenn es jetzt einmal weiter viel, oder andere Frage zuerst, was tust du jetzt 30-jährigen Steffi, der jungen Steffi, jetzt raten? Was tat die anders? Boah, was tat die anders da? Ich glaube, dass sie es genau gleich machen tat, wie sie es gemacht hat. Ja? Ich meine, es waren schlechte Zeiten auch dabei. Aber ich glaube, aus den schlechten Zeiten
habe ich mir mehr rausgeholt, wie sonst wo. Ich bin im Kopf stärker geworden und ich habe gewusst, Skifahren ist alles, aber alles ist nicht Skifahren. Und mein ganzes, ich bin mit Skifahren genauso in einer Beziehung wie mit Christian. Und wir haben halt Skifahren schlechte Zeiten gehabt. Und wir haben uns wieder gefangen. Und wir haben weitergemacht und jetzt läuft es wieder. Jetzt haben wir uns wieder gefunden. Mhm. Und das ist halt wie im echten Leben auch. Und das Skifahren habe ich schon seit ich denken kann eigentlich. Ich bin mit dem schon seit 20 Jahren in einer Beziehung. Und aber irgendwann wird die Beziehung aus sein mit Skifahren. Es wird auch aus sein. Ich meine, hast du Pläne für nachher? Nein, ich werde es immer irgendwie begleiten, das Skifahren, glaube ich. Aber Pläne. Das Wichtigste ist einfach, dass man gesund bleibt. Oder dass ich gesund bleibe. Das hat einmal die oberste Priorität. Und ja, dann werden wir sicher mit Christian irgendwie eine Zukunft aufbauen. Cool. Ja, wir kommen fast zum Schluss schon wieder. Die Zeit vergeht aber schnell, wenn man was zum Schatzen hat. Aber bevor ich dich jetzt wieder in Ruhe lasse, haben wir immer einen Aussichtsmeister zum Schluss. Weißt du, was das ist? Mhm. Du erzählst uns jetzt mal eine Geschichte, eine lustige, peinliche Geschichte von dir. Gibt sicher was, was die Leute jetzt so vielleicht noch nicht kennen von dir. Irgendwas Peinliches, was, wo man drüber lachen kann jetzt im Nachhinein. Ich meine, ich bin schon auch damals, wo die Schmiede Weltmeisterin geworden ist, da mir am nächsten Tag Abfahrtstraining gehabt und da ist bei mir noch um die Quali gegangen. Und ich habe halt gedacht, wenn schon mal wer im Team Gold holt, das gehört dann auch gefeiert, oder? Und dann sind wir alle in Tirol gegangen, dann war es schon 12 oder so. Und alle anderen waren schon im Bett, dann kommt die Schmiede daher, die voll gefeiert und ich bin halt in die Leute reingestanden. Und dann sage ich, Steffi, was tust du? Und dann sage ich, ja, das gibt es nicht alle Tage, dass wer Gold holt, ich gehe jetzt mit dir mit feiern. Da bin ich mit ihr mit feiern gewesen. Bis 1:30 haben wir eine riesen Gaude gehabt. Am nächsten Tag bin ich Training gefahren, sie Training gefahren. Da ist Gott sei Dank noch nicht um die Quali gegangen. Am nächsten Tag, also 2 Tage später, habe ich dann die Quali geholt. Ja, schon. Und dann ja, habe ich Silber gemacht. Dann war sie halt auch mitfeiern. Ja, geil. Und das war so das Lustige, weil in Manni vom Tirolberg, den haben wir beide gekannt. Mhm. Und dann habe ich nach ihrer Goldmedaille habe ich mit ihrem ausgemacht, du, am Sonntag nach der Abfahrt reservieren wir unten, weil er war doppelstöckig, ob wir nicht unten den Platz reservieren konnten, oder? Weil wir hatten da gar nicht unseren Abschluss feiern, weil wir Mädels feiern immer unseren Abschluss. Und dann sage ich, ja, überhaupt kein Thema, den reservieren wir, oder? Aber dass dann genau an dem Tag, an dem Sonntag, dann ich die Silbermedaille hole, mit dem hat halt keiner gerechnet. Okay. Und dann war es halt gut, dass wir reserviert haben, weil so haben alle feiern können. Cool. Aber ja, ich meine, die Partys sind schon immer sehr speziell und lustig. Ja, cool. Danke, Steffi, für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute auch für die restliche Saison. Danke. Und ja, hol dir die Kugel. Ja, schauen wir mal. Ja. Danke.